Hallo und herzlich willkommen zu meinem Crashkurs fürs Bio-Abi. Wir sind jetzt in einem Bereich der Genetik und zwar in der Molekulargenetik, üben gerade an bestimmten Aufgaben und ich gehe davon aus, dass ihr die Aufgabe zu der Mukoviszidose von dem Aufgabenteil 1 schon gelöst habt. Wenn das der Fall ist, dann könnt ihr jetzt gleich weiterschauen. Wenn ihr das noch nicht geschaut habt, dann würde ich euch bitten, dass ihr mal hier an diesen Link klickt und euch dieses Video vorher noch anschaut, denn das Material, was wir dort bearbeitet haben, das müsstet ihr jetzt schon verstanden haben, um das Folgematerial jetzt zu bearbeiten. Wir arbeiten also jetzt weiter mit dem Material 4 und 5 und wollen die Hausaufgabe, die ihr aufhattet, jetzt klären. Viel Spaß damit und los geht's! Der Eingangstext und die Aufgabenstellung lese ich euch nochmal kurz vor. Die über 2000 verschiedenen Mutationen, welche zur Mukoviszidose führen können, werden in 6 verschiedene Klassen eingeteilt. Jetzt kommt die Aufgabenstellung. Beurteilen Sie die Folgen einer möglichen Mutation der Klassen 1 bis 6 anhand des Materials 4 und 5. Hier hattet ihr nochmal das Material, welches ihr ja auch in meinem Handbuch zur Verfügung gestellt bekommt. Wer dieses Handbuch noch nicht runtergeladen hat, das findet ihr in der Videobeschreibung ganz unten. Jetzt zur Vorgehensweise. Wir müssten wieder erstmal die Aufgabenstellung klären, Material markieren, Keywords erkennen und dann auf Bekanntes schließen. Das hatten wir ja schon mal besprochen. Wir wollen jetzt den Operator beurteilen nochmal ganz kurz klären. Wichtig beim Beurteilen ist es, dass ihr ein Sachurteil fällt und mithilfe fachlicher Kriterien dieses begründet. Dazu solltet ihr natürlich das Material nutzen und auch die verschiedenen Systemebenen wenigstens erkennen und in eure Begründung und eure Beurteilung dann mit aufnehmen. Schauen wir uns jetzt das Material nochmal genauer an. Wir hatten also jetzt hier diese 5 Klassen. Ich habe jetzt die wichtigsten Punkte im Material nochmal gekennzeichnet und wir gucken uns nochmal die einzelnen Klassen an. Die würde ich hier auch nochmal für mich sozusagen markieren, dass ich auch weiß, worum geht es überhaupt. Das sind also diese 6 Klassen und jetzt schauen wir uns die Klasse 1 an. Ich würde da also auch der Reihenfolge nach vorgehen. Und hier wird ja geschrieben, das Stopcodon liegt zu früh und es entsteht eine instabile mRNA. Dann können wir daraus schlussfolgern. Wenn das Stopcodon zu früh liegt, entstehen bei der Transkription instabile mRNAs. Das war ja im Text. Dies führt dazu, dass keine korrekte Translation ablaufen wird und somit keine Proteine gebildet werden. Die Symptome werden wahrscheinlich sehr stark sein, da keine funktionstüchtigen Kanäle in den Epithelzellen vorhanden sind. Die Klasse 2. Wenn die Primärstruktur des Proteins, also die Reihenfolge der aneinandergelagerten Aminosäuren, fehlerhaft ist, wird auch die für die Funktionalität verantwortliche Tertiärstruktur nicht korrekt sein. Ja, hier erwartet man von euch, dass ihr die einzelnen Strukturebenen des Proteins auch kennt. Die Symptome werden wahrscheinlich sehr stark sein, da keine funktionstüchtigen Kanäle in den Epithelzellen vorhanden sind. Auch dies, wie bei dem ersten schon, eine ähnlich starke Symptomatik sicherlich. Und auch bei der Klasse 3 werden wir ähnlich starke Symptome erwarten können, denn diese Chloridionkanäle lassen sich nicht öffnen. Wenn dies der Fall ist, dann sind diese zwar eingelagert, sind aber nicht funktionstüchtig. Insofern werden also Chloridionen auch in einem hypertonen Zustand in dem Epithelgewebe erscheinen. Ich komme jetzt noch mal kurz zu dem Material zurück, was wir ja in der ersten Aufgabe gestellt hatten. Und da seht ihr jetzt hier, dass die Natrium-Ionenkanäle ja durch diese Chlorid-Ionenkanäle gehemmt werden. Und wenn diese nicht da waren, wie wir ja bei der Klasse 2 zum Beispiel hatten, dann findet eben diese Hemmung nicht statt und Natrium-Ionen können also hineinkommen. Aber wenn jetzt diese Chlorid-Ionenkanäle da sind, kann man davon ausgehen, dass sie also diese Hemmung durchführen. Selbst können sie es zwar nicht öffnen, aber die Hemmung könnten sie ja verursachen. Das heißt, wir könnten formulieren, aus dem Material 2 könnte man vermuten, dass bei Vorhandensein der CFTR-Chloridionkanäle die Hemmung der Natriumionenkanäle erfolgen kann und somit der hypertone Zustand nicht so stark ist wie bei den Klassen 1 und 2. Das heißt, wir haben einen hypertonen Zustand in Bezug auf Chloridionen, aber eben nicht in Bezug auf Natriumionen. Das heißt, insgesamt
wird sicherlich die Osmose auch nicht so stark sein. Das könnten wir jetzt hier weiter formulieren. Wir hatten ja schon gesagt, wenn die Chlorothalonkanäle zwar in die Membran eingelagert, aber nicht funktionstüchtig sind, wird im Epithelgewebe ein hypertoner Zustand in Bezug auf Chlorothalonen aufgebaut. Und wir führen jetzt weiter. Der Osmose von Wasser in das Gewebe verursacht und in verstärkter Schleimbildung resultiert. Die Symptome werden wahrscheinlich sehr stark sein. Wir könnten, wenn wir wollten, jetzt auch noch in Bezug auf das Material 2 nochmal sagen, dass sie aber nicht so stark sein könnten werden wie bei den vorherigen beiden Klassen. Klasse 4, diese Chlorothalonkanäle lassen sich öffnen, aber die Durchlässigkeit ist stark eingeschränkt. Hängt wahrscheinlich auch mit der Tertiärstruktur zusammen. Daraus können wir schlussfolgern, dass sie trotzdem etwas funktionieren, das heißt der hypertone Zustand und die damit verbundene verstärkte Schleimbildung nicht so intensiv verlaufen wie bei den ersten drei Klassen. Die Symptome werden daher vermutlich ebenso geringer heftig ausfallen. Die vorletzte Klasse, die Klasse 5, die Mutationen in den Introns führen zum alternativen Splicen. Das ist nun wieder ein ganz anderes Konzept. Wir sind wieder auf der molekularen Ebene. Wir könnten also schreiben, das alternative Splicen findet auf der molekularen Systemebene statt. Dadurch kann die jeweilige in der Transkription entstandene Prä-mRNA in unterschiedliche reife mRNAs prozessiert werden. Dies resultiert letztendlich in unterschiedlichen Primärstrukturen der Proteine. Möglicherweise werden somit einzelne funktionstüchtige und auch funktionsuntüchtige CFTR-Kanäle synthetisiert. Insgesamt werden also zu wenige dieser CFTR-Kanäle in der Membran eingebaut, was zu Schleimbildung führen kann. Auch das könnten wir jetzt nochmal relativieren und schreiben, ja, wahrscheinlich weniger Schleimbildung als bei den anderen Klassen und so weiter. Ja, ihr versteht doch schon, wo es hingeht. Und die letzte Klasse, die Klasse 6, die steht ja für Stabilität innerhalb der Zellmembran. Und das übernehmen wir natürlich wieder aus dem Material. Wenn die Stabilität des CFTR-Proteins an der Zellmembran reduziert und so nur eine kurzzeitige Bindung an die Membran erfolgt, funktioniert der Transport von Ionen in die Schleimschicht kurzzeitig. Wahrscheinlich werden ständig neue Kanäle unter hohem Energieaufwand synthetisiert werden. Die Symptome werden daher vermutlich ebenso geringer heftig ausfallen als in den Klassen 1 bis 5. Ja, ich hoffe, ihr hattet ähnliche Antworten oder ähnliche Ideen auf diese Aufgabe, beziehungsweise ich konnte euch ein bisschen mehr Klarheit hineinbringen und ihr seid somit gut vorbereitet auf ähnliche Aufgaben, denn dieses Training, was wir hier machen, das wird euch wirklich helfen, dann auch andere Materialien, die jetzt nicht identisch sind, trotzdem besser zu bearbeiten, weil ihr einfach in dieses Lesen von Materialien eingeübt seid und diese Kompetenz erworben habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann würde ich euch bitten, hier auf dieses XiBio-Button zu klicken. Und ich habe noch eine andere Bitte. Ich habe nämlich noch einen Zweitkanal, da ich in anderthalb Jahren ungefähr auf Weltreise gehen möchte. Und bis dahin möchte ich ganz gerne genügend Abonnenten haben, die mich dann da auch begleiten. Wenn ihr daran Interesse hättet, beziehungsweise wenn ihr mich da unterstützen wollt, dann könntet ihr hier klicken auf diesen runden Button. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Ganz liebe Grüße. Tschüss, euer Exi.